So, liebe Fischfreunde, heute zeige ich euch den knusprigsten Kabeljau, den ihr euch nur vorstellen könnt. Dafür gebe ich Speck, Semmelbrösel oder trockenes Brot und etwas Olivenöl in einen Mixer. Zerhäckselt es. Wenn der Fisch noch eine Haut hat, befreie ich ihn vorsichtig davon. Würze ihn mit Meereigensalz und etwas Pfeffer. Wende ihn erst in Mehl, dann Ei und zum Schluss in dem Speckbrösel und kommt dann auf ein Backblech für 15 Minuten bei 220 Grad in den Ofen. Und fertig.